Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Ja, also in der letzten Folge sind ja Elena und Patrick zusammengekommen. Und da dachte sich Hanna, komm, Elena mag ihn wirklich sehr. Und dann hat sie ihn dann quasi so überredet, also Hanna hat Patrick überredet, zu uns zu ziehen. Quasi so als kleine Überraschung für Elena, die natürlich noch von gar nichts weiß. Und ich würde sagen, dass sie das jetzt langsam erfahren wird. Dann wir gehen jetzt mal hier rein. Und natürlich freut sich riesig, aber Patrick hat natürlich auch ein bisschen Geld mitgebracht. Das hatte Hannah natürlich auch im Hinterkopf, dass wir so ein bisschen Geld bekommen und dass wir so natürlich auch das Zimmer für ihre kleine Tochter weiter ausbauen können. Und natürlich freut sich jetzt Elena, ja, hallo Sims, dankeschön. Natürlich freut sich Sims riesig. Was rede ich denn für eine Scheiße? Natürlich freut sich Elena riesig, dass Patrick jetzt hergezogen ist. Und natürlich, weil Patrick auch ein bisschen Geld mitgebracht hat, investieren wir jetzt weiterhin in unser Zimmer hier oben. Ich meine, das war ja immer Hannas, ja. Natürlich hatte sie das in Hintergedanken, als sie daran gedacht hat, Patrick herziehen zu lassen, weil sie wusste, dass er Geld mitbringt. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt hier erstmal. Klar, das hier soll dann so eine Art Balkon werden. Balkon natürlich. Ja. So, dann machen wir das erstmal so hier. Natürlich muss es dann auch eine Tür geben, das dürfen wir nicht vergessen, aber das kommt erst später. Ja. Die Frage ist, brauchen wir noch irgendwas für das Kinderzimmer? Für die kleine süße Mausi. Ich würde sagen, wir bauen ja noch so einen kleinen süßen Bärensessel hin, der natürlich mega niedlich ist. Wie weit geht's so? Der kommt auf jeden Fall ja noch mit hin. Und dann müssten wir eigentlich so weit wie möglich alles haben. Nur noch dieses kleine Tablet hier. So. Hier ein paar Spielsächen. Wunderschön. Ja, als nächstes ist dann das Badezimmer hier oben dran. Ich weiß, das wird jetzt hier wieder so eine klitzekleine Baufolge, aber okay, gut. Natürlich habe ich das auch gemacht, dass wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber besser gesagt, Hannah hat das ja gemacht. Ich schieb's jetzt einfach auf die Hannah. Nein. Sie hat das natürlich in Hintergedanken, weil sie natürlich für ihre Tochter ein sehr schönes Zimmer haben möchte. So. Dann müssen wir gucken, wie wir das jetzt hier gestalten. Ja gut, als erstes lasse ich mal. Das Sims ist aber auch ein bisschen sehr groß. Warte mal ganz kurz. Nein, ich möchte. Ja doch, das möchte ich. Nee, das sieht ja bescheuert aus. Doch, ich lasse das einfach mal so. Ah, ich würde hier oben gerne noch ein Zimmer für Elena mit hinbauen. Damit wir hier oben quasi so diese Wohnetage haben. Auch wenn ihr Zimmer dann quasi nur halb so groß. Warte mal, ich mach das mal anders. Ich mach das mal anders. Ich reiß dann hier nochmal ein bisschen was ab. Warte, so und so und so und so. Nein, ich möchte das gerne alles nochmal abreißen. Ich meine, das muss ja irgendwie. Wie jetzt finden das nicht? So, jetzt. So. Es muss ja irgendwie möglich sein, hier zwei in etwa gleich große Zimmer hinzubekommen. Und so. Das ist mir aber wieder egal. Ich krieg das hin. Warte. Ganz kurz. Spiel, dankeschön. Ich habe mich gerade verdrückt. Ja, gut, das ist jetzt wieder nicht so ganz toll. Weil im Endeffekt wird das eine Zimmer immer größer sein. Gerade weil wir ja noch eine Treppe brauchen. Aber okay, gut. Ich denke, so kann man damit leben. Das wird dann so in etwa gleich groß sein. Dann haben wir dann hier oben quasi die Zimmer und unten dann. Ja, unten kommen dann quasi so Wohnzimmer, Küche richtig hin. Vielleicht so ein kleiner Hobbyraum.
Aber okay, gut, als erstes machen wir jetzt mal das Badezimmer. Das ist ja auch noch wichtig. Weil wir brauchen ja für die Kleine auch noch eine Badewanne. Okay, gut. Ich würde sagen, das wird jetzt so eine kleine Hausbaufolge. Mal gucken. Obwohl das eigentlich nicht mein Ziel bzw. Plan war. Gut, dann brauchen wir eine Wand. Nein, das sieht dann zu dunkel aus. Nehmen wir lieber das hier. Dann nehmen wir das hier mal als, genau, damit hier richtig viel Licht reinkommt. Und dann nehmen wir noch, da gibt es noch so eine, das hier, genau. Nee, das ist zu hoch. Ich möchte gerne niedriger Fenster. Genau das hier. So, dann kommt das hier so hin. Und dann, ich sagen, kommt ja auch sowas hin. Da haben wir dann quasi ein gläsernes Badezimmer. Aber dass er so schön ist, wenn einer nie dazugucken kann, wenn man auf Toilette ist, ist eine andere Sache. Gut, dann eine Badewanne. Natürlich eine schöne Badewanne. Ich würde sagen, wir nehmen diese hier. Die stellen wir dann einfach hier so hin. Natürlich das Töpfchen für die Kleine, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann, ich würde sagen, wir verkaufen diese ganzen Sachen von unten. Die sind alt, die sind eklig, die sind nicht schön. Und kaufen einfach neue. Ich muss dann eh mal gucken, wie ich die Räume dann hier unten gestalten werde. Aber jetzt kommen wir uns erstmal in die obere Etage. Dass die schön und wohnlich wird. Und dann ist später die untere auf jeden Fall noch dran. Ich würde sagen, wir kaufen so eine gläserne Duschkabine. Wieso drehe ich das immer zu weit? So, dann kommt. Obwohl, warte mal ganz kurz. Hier kommt die Dusche hin. Und dann würde ich sagen, kommt das Töpfchen doch mal hier hinten in die Ecke. Vielleicht der vorerst. Ja, so, weil das Deckgestell dann da irgendein Dekoobjekt hin, vielleicht eine Pflanze oder sowas. Aber jetzt steht da erstmal das Töpfchen. Eine Sprechtoilette möchte ich nicht. Ich möchte eine ganz normale Toilette haben. Die kommt hier hin. Dann natürlich Toilettenpapier. Das darf man nicht vergessen. Und dann kommt hier noch ein Waschbecken hin. Und zwar machen wir jetzt einfach mal. Theken. Und zwar 1, 2, 3. Dritte geht nicht. Aber egal, dann haben wir zwei Theken. Mit zwei Waschbecken. Weil wir sind ja auch ziemlich viele. Und damit das dann noch schön reicht. Ist die Frage, was nehmen wir am besten für so ein Waschbecken? Sowas hier einfach. Komm, wir nehmen einfach sowas hier. Und dann selbstverständlich auch ein Spiegel, der groß genug ist. Ja, da würde ich jetzt einfach mal spontan diesen hier nehmen. Der ist schön und hell. Jetzt haben wir auch ein akzeptables Badezimmer. Und als nächstes würde ich sagen, ja, ich beleuchte erstmal so ein bisschen den Flur aus. Als nächstes ist dann Hannas Zimmer dran. Gut. Ach, das wird wirklich eine komplette Baufolge heute. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Irgendwie ist das gerade ein bisschen komisch hier, aber nein, gut, alles ist in Ordnung. So. Sims, bitte, danke schön. Jetzt geht's wieder. Dann, was nehmen wir denn für einen Boden? Ich finde den ja eigentlich ganz in Ordnung, wenn man hier den ein bisschen dunkler macht. So. Dann natürlich eine Wandfarbe. Gut, dann müssen wir jetzt gucken, was passt zu Elena. Sie ist natürlich so ein bisschen. Ja, bei ihr ist das alles ein bisschen auffallend. Sie hat natürlich ein bisschen höhere Ansprüche als Elena. Bei ihr muss das natürlich alles sehr schön sein. So, ich würde sagen, das Bett kommt hier hin. Und zwar ein wunderschönes Doppelbettchen.
Du musst es jetzt auch nicht übertreiben mit den Kosten. Ich guck gerade, was man für ein Bett nehmen könnte. Oh, das wird natürlich richtig schön. Ach komm, dann investieren wir einfach mal. Obwohl 8000 Simoleons echt viel sind, aber komm. Also investieren wir jetzt einfach mal. Es ist zwar echt sauteuer. Und es ist das ganze Geld auch schon fast wieder weg. Aber egal, komm. Nee, komm, ich lasse das jetzt mal. Sie hat jetzt immerhin erstmal ein Bett. An Elena müssen wir auch noch denken. Ich meine, immerhin braucht sie jetzt ja auch ein Doppelbett, weil Patrick muss ja auch irgendwo schlafen. So, ich würde sagen, die Tür kommt dann auch hier rein. Haben wir dann quasi so... Nein, ich möchte die Tür... Wieso kann ich denn hier keine Tür einbauen? Hier. Gut, kommt die Tür halt hier hin. Könnte ich die Tür eigentlich auch noch hier machen? Dann haben wir dann hier quasi so... Nein! Böse. Diese Tür mobbt mich. Dann haben wir dann hier quasi unsere Türen. Und dann... Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt mit Elena machen. Wie gesagt, das unten verkaufen wir noch alles. Da kriegen wir dann auch noch ein bisschen Geld raus. Also wird für sie auch noch ein schönes Bettchen mit drin sein. Sie bekommt auf jeden Fall ein bisschen hochwertigeren Boden. Und dann noch eine etwas schöne... Eine etwas schöne Wand. Natürlich auch eine schöne Wand. Da müssen wir mal gucken, welche wir am besten nehmen. Am besten auch so eine wie bei Elena. Nur nicht vielleicht... Nur vielleicht in ein Gelbton. Obwohl, warte mal. Rosen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Rosen jetzt so toll sind. Ich möchte schon. Das sieht aber auch schittig aus. Ich möchte schon ein schönes Zimmer für meine Sims haben. Vielleicht nehme ich so einen Roséton. Das hat im Endeffekt auch ein bisschen aufwendiger und auffälliger, aber egal. Komm, dann mache ich jetzt hier mal Folgendes. Ich verkaufe jetzt hier mal unten die Räume. Das kann ich immer hinstellen. Selbstverständlich, das verkaufe ich auch. Ich meine, das kann ich mir später alles neu zulegen. Ich brauche ja noch eine Treppe, das darf ich nicht vergessen. Deswegen muss ich mir mal so ein bisschen Geld behalten. Ich weiß, die untere Etage wird dann zwar extrem dämlich aussehen, aber egal. Das wird dann alles nach und nach. So, den Schreibtisch, den, würde ich sagen, ach komm, den lasse ich. Nee, komm, der kommt zu Elena. Weil sie braucht den ja für ihre Arbeit. Somit am meisten von allen. Der kommt dann direkt hier hin. Und die Zimmer sind doch ziemlich klein geworden, aber egal. Damit kann man leben. Gut. Jetzt erstmal aber für Elena ein Bett. Für Elena und Patrick. Bemerkt, ja, sie braucht jetzt nicht so ein Klemmerbett wie, Hannah. Ihr reicht so ein einfaches. Und zwar nehmen wir dann einfach mal, ja. Obwohl, das muss auch ein bisschen zum Zimmer passen. Haben wir das in so einem Pinkton? Ja, das ist doch schön. So, wie gesagt, mehr bekommt sie erstmal auch nicht. Weil wir brauchen da noch eine Treppe, die dann auf jeden Fall hier kommt. Dann mal die Kleine. Verfrachte ich jetzt erstmal oben in ihr Zimmer. Wird dann auf jeden Fall noch zum Kleinkind, aber dann erst in der nächsten Folge. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir das jetzt hier machen am besten. So. Das kann ja eigentlich hier drauf. So. So. Wartet mal, dann reiße ich jetzt hier erstmal die Wände ein. Sieht dann so alles ein bisschen sehr bedeppert aus, aber okay, gut. Was müssen wir machen? So und so. Das wird ja dann quasi ein ganz offener Raum. Man soll es einfach ignorieren, dass es jetzt so unschön alles aussieht. Das wird dann alles noch. So. Dann würde ich sagen, kommt dieses Ding hier rein. Dann auch diese unterschiedlichen Fliesen. Das sieht alles so dämlich aus. Muss ich da mal gucken, ob ich das dann noch irgendwie flicken kann. Ja, dann erstmal eine Treppe. Die muss dann natürlich hier hin. Ich muss mal gucken, wie muss die denn jetzt eigentlich, damit die passt. Die muss doch an die Wand irgendwie. Da passt jetzt hier nicht mal mehr eine Treppe rein. Ist ja natürlich sehr ungünstig. Natürlich muss die hier hin. Ich nehme natürlich eine doppelte Treppe. Ist das Fenster jetzt wenigstens verkauft worden? Ich denke schon. Da hängt hier das noch rum? Nee, ist weg. Oder? Ja. Dann natürlich ein Geländer, damit unsere Sims nicht runterfallen.
Insbesondere dann natürlich die kleine. Was nehmen wir denn da am besten? Am besten so eins in so einem braunen. Nee, das sieht nicht ganz so schön aus. Nehmen wir das hier. Das hier. Genau, so. Ja, also wie gesagt, sieht jetzt nicht ganz so ansprechend aus. Ich meine, hier oben bin ich eigentlich ganz zufrieden schon. Klar, die Räume sind noch längst nicht fertig. Das Einzige, was so einigermaßen fertig ist, das Badezimmer, aber Deko fehlt immer noch. Aber ich möchte jetzt hier erstmal Boden legen. Und zwar gerne. Ja gut, den Platz dort hinten können wir jetzt zwar gar nicht verwenden, aber da stehe ich einfach mal Pflanzen als Deko dann später hin. So. Und dann auch eine Wandfarbe, damit man hier irgendetwas hat. Damit wir hier quasi nicht durch einen leeren Gang rennen. Und zwar, was nehmen wir denn als Farbe? Irgendwas ganz Schlichtes und Einfaches. Ich würde sagen, wir nehmen einfach diese Rosen mal. Das geht ja schon mal. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wir das jetzt hier am besten mit dem Boden machen. Ich würde sagen, reißen wir den einfach raus? Oh shit, ey. Ha, ich mache das wieder rückgängig. Das war eine doofe Idee. Aber gut, okay, dann hätten wir das schon mal klar. Jetzt liegt hier was rum, aber darum kümmere ich mich. Warte, ich muss jetzt hier was machen. Das sieht ja dämlich aus. So, wie gesagt, die Küche wird hier hinkommen. Die bleibt hier. Das Esszimmer kann ja dann so ein bisschen nach hier gerutscht werden. Wohnzimmer habe ich dann geplant hier hinten hin. So, das mache ich schon mal so ein bisschen. Fernseher kommt auch dort hinten hin. So. Natürlich auch der Erststuhl der Kleinen. Kommt dann auch hier hin. So, dann sieht das jetzt hier langsam schon mal wieder nach irgendetwas aus. Ja, so langsam aber sicher dann. Aber ich möchte das gerne einheitlich haben. So. Jetzt sieht es nicht mehr ganz genauso wie die Wand. Das ändere ich dann zwar eh noch, weil ich dann, glaube ich, noch ein paar Räume mache oder wenigstens ein bisschen was abtrenne. Aber dass man jetzt erstmal hier sowas Einheitliches hat, wenn mir das wenigstens ein bisschen nach etwas aussieht, ist jetzt nicht mehr ganz so katastrophal. Ja, dann habe ich heute eigentlich fast nur gebaut, oder ich habe eigentlich nur gebaut. Patrick ist natürlich dazugezogen, was natürlich auch sehr schön ist. Klar, man könnte jetzt sagen, ich habe mir quasi so ein mehr oder weniger Geld dazu geschiedet. Komisch geschafft, aber nee, komm. Was möchte er denn eigentlich? Oh, große glückliche Familie. Warte mal ganz kurz. Insgesamt 2 Stunden. Elternteil werden sie mal mit Kontakt. Warte, ich möchte mal ganz kurz gucken, was wir machen können. Weil dann können wir auch gucken, ob wir das vielleicht erfüllen können. Erwachsen werden, 1000 Sachen für Kinder. Ja, das haben wir insgesamt dann schon gemacht. Insgesamt, ja, Elternteil werden sie mal mit liebevoller Beschützer. Elternteil eines Kindes mit 3 Freunden sein. Mit 3 von deinen Kindern befreundet. Ich will eigentlich keine 3 Kinder haben, nein. Also die suchen mir dann auf jeden Fall ein anderes beschrieben. Insgesamt. Ein Kind eine 1. Ein Kind eine beliebte maximale Fähigkeit. Dein Kind 3 Mal unterrichten in so einem beschrieben. Ein Kind oder Enkelkind. Ja, gut, dann nehmen wir, ich würde sagen, dann nehmen wir einfach erfolgreiche Abstammung. Dann ändern wir das mal. Das geht dann auch. Weil Elena wird dann später auf jeden Fall auch Kinder haben. Jetzt zwar noch nicht gleich, aber dann später auf jeden Fall. Hast du eine Karriere? Gut, dann würde ich sagen, schlagen wir jetzt mal... Also, was sind deine Merkmale? Deine Merkmale. Okay, gut, das kriegen wir irgendwie in einem Karriere einschlagen. Dann machen wir das noch schnell. Mal gucken. Und zwar, was können wir denn mit dir machen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Wer ist mit dem Entertainer? Nee, Entertainer nicht. Astronaut? Nee. Eine Traumkarriere? Nee, nicht mit ihnen. Wie wär's mit einem Geheimagenten? Oder? Ach komm, wir machen ihn einfach zum Geheimagenten. Ich weiß doch echt nicht, ob das irgendwie zu ihm passt, aber egal, wir machen das einfach mal.
So, ja, das war jetzt zwar eine etwas andere Folge, weil ich wirklich ziemlich viel gebaut habe. Es ist nicht wirklich viel passiert, obwohl auch sonst nicht so wirklich viel passiert. Aber egal. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die kleine, süße Ellie groß werden lassen. Also groß, wir werden sie zum Kleinkind werden lassen. Und dann mal gucken, was die nächste Zeit dann noch so bringt. Ich weiß, die Folge war jetzt auch nicht so super lange. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Aber egal, ich mache jetzt erstmal Stopp und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao.